Things are heating up with the Tholians. Monitor stations are detecting large fleet movements toward Federation space, and they're refusing all of our diplomatic hails. We're doing all we can to prevent a war, but it's not looking good. I want you to join a task force I'm assembling. If this goes south, I want my best people on the front line when it does. Natürlich, die besten Leute, da bin ich dabei. Stay safe out there. Good luck with the Tholians. Hello, I don't have anything. The Federation. Was? Oh verdammt, das hab ich. Fug? Kann ich nochmal reden? I've pinpointed the incident in question. Setting temporal transponder back 2 years. We need to correct the timeline during the Defiance encounter with the Tholians. Der Davian mit den Tholianern. Okay. Da müssen wir mal gucken, was diesmal abgeht. Ja, wir brauchen noch ein paar Stufen, dann sind wir ein Höherer. Wir sind ein Commander an sich. So, Raumpunkte. Raumpunkte. Gehen voll auf Schaden. So, wir müssen ein bisschen weiter nach dort fliegen. Im Orion-Sektor. Zielsektor Japori, Rator, neutrale Zone. Wie auch immer, was in solche Sektoren da kleiden kann, wo es unendlich in eine. Naja, egal. Wir genießen einfach die Unterteilung hier. Was gibt's denn hier eigentlich noch Schönes? Was ist das hier? Wer was wo macht, okay. Nächstes Mal kann ich mir sogar einen auswählen. So, also ein Auswählen von Besatzungsmitgliedern, die mitkommen. Wir fliegen mal dorthin. Hin. Naja, es wäre schon interessant gewesen, 6 einzelne Stränge zu haben, die dann noch mit dem Endgame verwoben werden müssen. Sie mussten eine Timeline machen irgendwie. Oder sie machen es so, dass jeder Charakter, den du erstellst, sowas Permanentes zu einem Gesamtaccount beiträgt. Das ist natürlich auch blöd zum Aufleveln irgendwie. Da müsste es 2 Levelarten geben. Na gut. Egal. Wir sind gleich hier im System. Verstrickte Netze. Das unvermessene Gebiet. Das wird vermessen, sage ich euch. Murasaki 242 ist einer von mehreren stellaren Körpern. Sie sind Teil des Quadranten. Hier befindet sich ein Protonennebel. Nein, Protonebel, den die Wissenschaftsabteilung der Sternflotte erforschen will. Unsere Aufklärung zufolge scheint der Nebel aus unbekannten Gründen auch das Interesse der Tholianer geweckt zu haben. Beginn, verstrickte Netze. Na mal schauen, was da drin passiert. Das sind Kampfgeräusche. We've arrived in 2268 and not a moment too soon. The Nakul are clearly out for blood. Tholians are quite xenophobic. They may feel the Federation is part of the problem here. Müssen Sie vom Gegenteil überzeugen, Daniels. We're being hailed by the Defiant. I'll remind you that our orders forbid us from telling them anything specific about the situation. I recommend deflecting their questions until the situation here is resolved. Einverstanden. Good to see you. We're in a real tight spot here. Tholians were taking a serious beating when we reached the system. And the other ships opened fire on us the minute we dropped out of warp. Mind lending us a hand until we figure out what's going on? Jawohl, Captain. Retten wir Tholiana, solange es noch nicht zu spät ist. This was a Tholian colony fleet. See if you can take a little pressure off. We need to firm up our shields. Alert, warp, warp reach imminent. Let's go.
Tholeans have disabled the Tholian flagship. She's in trouble. Sir, if the Nakul killed the Queen, an entire Tholian bloodline would be wiped out. Gott, tut mir wer auslöscht, das wäre nicht so schön. Enemy boarding parties are beaming to the Tholian flagship. Destroy the aliens and the Queen. Estimated Tholian casualties are in the thousands. Vengeance for the children. Tut mir leid, aber wir müssen ja auch erstmal hier durchkommen. Erfahrungspunkt dafür, aber für eine Abschlussmission 3000. So, okay. Temporalsignaturen sind nicht mehr da, oder? Temporalschilde. Das erste Schiff hat, wo ich dachte, oh, Schilianer-mäßig von Free Space. Aber es war alles schaffbar. Ich glaube aber, wir müssten demnächst mal unsere. Was haben wir denn hier? Don't suppose you have any idea what's going on here. There's nothing on these aliens in our computers or why they'd attack the Tholians. Or us for that matter. Können wir erstmal hier kurz gucken, was hier reinkommt. Was macht die Konsolentechnik? Ah, guck mal, jetzt mal Schaden gemacht. Ein Schild kann nicht eingesetzt werden. Die Technikkonsole ist besser. Nee. Personenschild. Ja, das macht mehr Schaden. Hätten wir es mal früher ausgerüstet. Was ist das Schönes? Ach, warum gucke ich eigentlich nach? Es muss alles, wird alles besser sein, als was wir haben. Was ist das Schönes? Hilfsbatterie. Pulstriebwerke. Das ist ja noch stärker. Und hier haben wir noch ein Schild. Wir hätten deutlich eher erstmal ausrüsten müssen. Nun gut. Bisschen besser. Bitte mal sortieren. Danke. Sie werden in der Kommission erhalten. Alright, do what you need to do. We'll talk about all of this when the shooting stops. Deal? Einverstanden. Passen Sie auf sich auf, Captain. I know it doesn't feel great keeping information from the Defiance crew, but believe me, it's for the best. I'll monitor the situation here while you assist the Tholians. Do what you can to save them.
Good luck. Okay, na dann. Oh, wir können sogar mehr mitnehmen. Wir haben jetzt auch Shem dabei. Die gute. Perfekt. I found appropriate transport coordinates on the Tholian flagship. Hopefully you can convince them that we're not at fault here. If the Tholians go to war with the Federation now, it would be devastating on a galactic scale. Behalten Sie die Lage im Auge, Daniels, und informieren Sie mich, wenn sich eine Änderung abzeichnet. Die Sensoren deuten darauf hin, dass die Temperaturen im Inneren des Tholianischen Schiffs zu hoch sind, um es ohne Raumanzug zu betreten. Verstanden. Also brauche ich einen Raumanzug. Und den sollte ich auch ausrüsten, nehme ich mal an. Once you have equipped your environment suit, turn it on to prepare for hazardous activity. So, sobald Sie ihn anhaben. Na dann, aufs Tholianische Schiff. Früher mussten wir uns genau auf diese Stellen stellen. Stellen stellen? Ja. Diese Punkte positionieren. Reading only a few Tholian life signs. Kann ich trotzdem angreifen hier? Oh, es ist eine tote Insekten-Dame. Wo war hier noch ein Gegner? Kleine Energiezelle nehmen wir mit. Wie ist mit Springen, ey? Alles so Hive-mäßig. Oh Gott. Das sind auch wirklich viele. Leute, ein paar weniger Gegner wären schon okay. Okay, so geschieht, geht's einigermaßen ab. Mittleres Spray, kleines Spray. Und hier toten Tholianer scannen. Dieser Tholianer wurde im Kampf getötet. Sein Körper weist mehrere Verletzungen auf, die von Plasmawaffen stammen. Waffen also, die von Nakul-Stoßtrupps mit Vorliebe eingesetzt werden. Der Todesschuss wurde aus nächster Nähe direkt in seinen Brustkorb abgefeuert. Du Arme. Rache für die Insekten. Vendetta. Vendetta, Vendetta, Vendetta. Ja. Da kommen noch mehr. Alle umgebracht, ja. So. Gegenstand nehmen. Schild. Taktikmodul. Oh, Taktikmodul. Wartet mal. Das könnte was Neues sein. Taktischer Offizier sind wir nicht.
Konsolen so Insektoide. Ich denke nur an diese Voyager-Folge, wo es diese Wesen gab, die auch so seltsam waren. Auch so insektenartig, die man nicht bekämpfen konnte mit normalen Mitteln. Warum dürfen wir nicht durch die Tür gehen? Why? Oder... Na, das ist doch die Tür. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wie wir hier... ...weiterkommen. Ach, da kann ich alle zu mir rufen. Okay, das ist schon nicht gehabt. Aber warum im Willen ist die Tür dazu? Hier irgendeiner sind die Gegner hinten gekommen. Ich muss die erstmal besiegen hinten. Na, gehen wir nochmal das Schiff durch. Da ist noch irgendwas. Nee. Seltsam. Okay, es ist ganz schön verbuggt noch. Was echt schade ist, weil storymäßig gefällt mir es deutlich besser. Ich weiß natürlich nicht, wie es Endgame aussieht. Also so rötlich. Es muss hier noch irgendwas erledigt werden. Obwohl. Na doch, guck mal, grün, ja. So kann man hier irgendwas aktivieren. Müssen wir irgendwas abschießen? Wisst ihr gerade, was ich machen muss? Ich muss hier durch, das ist eindeutig der nächste Weg. Wo muss ich die Leichen erst scannen noch? Naja, dann geh ich nochmal hin. Mein Gott. Oh, eigentlich habe ich die schon gescannt. Genau. Übrigens mit vollem Leben und nur noch null Schild. Ach, guck mal, jetzt verstehe ich das. Du gehst da drauf und dann kommt die Konsole. Rausgeploppt, die grüne. Da passiert nichts. Vielleicht gleichzeitig stehen lassen, aber wir können ja schlecht anweisen, wo die stehen bleiben sollen. Die bewegen sich nicht automatisch, während ich hier stehe. Thank you.
geh doch mal rüber. Oben ist noch eine Tür. Habe ich vielleicht Schubdüsen, dass ich zu der Tür komme? Da sind mehrere Türen oben, die grün sind. Ich nehme an, durch die kann ich auch durch. Wenn es hier sowas wie den Kampf gibt, dem man herumspringen kann, also 3D-Kampf. Okay, ich habe meines Erachtens wirklich keine Ahnung gerade. Ich sehe keine Konsole, nichts Interaktionsmäßiges. Ich habe keine. Muss mal alte Dialoge wahrscheinlich nochmal durchgucken. Protokoll. Ich gerade blind? Warum sehe ich denn hier gerade nicht? Ich meine, hier diese Konsole ist gelb. Das fällt auf. Aber warum? Was kann ich dagegen tun? Die ist auch gelb. Die auch. Okay, ich google mal ganz kurz. Ich weiß nicht, ob es ein Bug gerade ist oder ob ich einfach zu dumm bin. Bis zu sehen. Bis gleich.